Ja, dieses Video ist anders als alle anderen Videos. Ich schreibe nächste Woche wieder mal eine Informatikklausur. Ihr denkt wahrscheinlich, ich studiere Informatik, aber nein, ich krieg halt einfach keine Informatikklausuren hin. Deshalb habe ich zu wenig Zeit, um ein volles Video zu machen. Allerdings möchte ich jetzt nicht wieder in 2019 starten, indem ich wieder 2, 3 Wochen gar kein Video bringe. Und deshalb bringe ich eher so ein mittleres Video, oder beziehungsweise ein Video, was ich eigentlich auch schon mal machen wollte. Ja, und die ganzen Leute, die den OX Uncut Podcast hören, die werden ja eh wissen, was ich so von Reaction-YouTubern oder beziehungsweise vom Konzept von Reaction-Videos halte. Aber das Ding ist, ab und an kann man sich sowas doch auch mal gönnen. Ich habe nämlich einen Vlog für UX Gaming jetzt in der Zeit produziert und auf diesen werde ich heute in diesem Video reagieren. Um euch irgendwie auch einen Einblick davon zu geben, wie ich so Sachen editiere, beziehungsweise was ich so denke, wenn ich Sachen editiere und worauf ich alles so achte. Ne? Ist jetzt natürlich kein typisches UX Charlie Video. Wenn ihr sowas irgendwie auch mal sehen wollt, wie ich mich so erkläre, warum ich Sachen so und so cutte, weil ich habe da schon eine spezielle Art, würde ich sagen. Mit speziell meine ich behindert. Also falls ihr sowas mal sehen wollt, dann gebt unbedingt eine Bewertung auf dieses Video ab und ich weiß genau, dass die ganz, ganz viele von euch noch nicht das letzte Video von mir gesehen haben. Und wenn ihr euch jetzt denkt, nee, ich habe keinen Bock auf ein Reaction-Video, dann klickt bitte mein zweitneuestes Video an. Da habe ich nämlich mein Gaming-Setup geupgradet und es war wirklich ein aufwendiger Vlog, also schaut euch das unbedingt an und jetzt hoppen wir in den zweiten aufwendigen Vlog von mir. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie Vlogs eigentlich ganz cool, deswegen habe ich in letzter Zeit mich damit häufiger beschäftigt. Let's get it. Und ja, ich reagiere heute auf den Mallorca-Vlog, den ich gefilmt und editiert habe. Wir starten dabei auf der Gamescom, dadurch, dass ich nicht so nur noch 15-mäßig anfangen wollte mit wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen und dann fliegen wir nach Mallorca. Bis gleich. Und dann wird natürlich die obligatorische Szene kommen mit, ja, wir fahren jetzt hier zum Flughafen hin, im Zug oder im Auto oder was weiß ich. Und nebenbei läuft er. Okay, der klingt eigentlich gar nicht schlecht. Zu der, jetzt die Szene mit dem Hinfahren. Wenn ich sowas sehe, bekomme ich Suizidgedanken. Na gut, los geht's. Ihr werdet wahrscheinlich schon die Verbindung mit Gamescom und so verstehen. Die Member von OX Gaming kommen aus den verschiedensten Ecken von Deutschland und Österreich. Und eigentlich sehen wir uns nur einmal im Jahr auf der Gamescom gemeinsam. Aber dieses Jahr haben wir gedacht, das wäre doch schade, wenn wir uns alle erst in einem Jahr wiedersehen. Ah. Irgendjemand meinte denn, wir sollten mal Silvester zusammen feiern. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg zum Flughafen. Ah ja. Zumal ich habe hier einfach einen Shot drauf gehabt mit Frankfurt oder, aber wir sind natürlich zum Flughafen Berlin-Tegel. Tegel sind wir, glaube ich, gewesen. Ja, aber ich habe halt einfach während der Fahrt nach einem Schild gesucht, wo irgendwas mit Flughafen darauf steht, um halt die Szene einzublenden. Ne? Auch geil, da habe ich mich wirklich mega gefeiert. Ich habe halt so kombiniert, dass es halt zu den Lyrics passt. Also, touch the sky with me, fly with me. Ja, pretty guys habe ich jetzt natürlich, ne? Floyd, ja, ist natürlich auch metaphorisch gemeint. Überlebt. Was? Nein. Ja, das habe ich halt drin gelassen, man klatscht doch, wenn man gelandet ist. Und Floyd sagt einfach, nein. Also Antonia hat das gesagt, mit dem man klatscht doch. Übrigens nochmal zum Ton. Der Ton wurde bei diesem Vlog nämlich noch nicht mit dem Rode hier aufgenommen, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich das eben noch nicht bestellt, beziehungsweise es kam auch noch nicht an. Und insofern war es halt unlucky. Ja, war halt mit dem ganz normalen Standard Canon 600D-Mikrofon alles gefilmt, aber man versteht alles und das ist eigentlich die Hauptsache. Ich bin nicht gestorben. Ja, da habe ich hier so den Instagram-Effekt versucht. Mit hier so, gerade eben bei Dios. Und hier Ruki auch. Obwohl wir den Flug gut überlebt haben, hat uns unser Taxifahrer zum Airbnb für eine 9-Minuten-Strecke einfach 30 Euro zahlen lassen. Aber nach dieser Abzocke haben uns unsere lieben Freunde von unserem Xus Merch Shop mal wieder ein Lächeln ins Gesicht. Alter, habt ihr den Übergang gesehen? Habt ihr den Übergang gesehen mit hier runter und hoch? Haben uns unsere lieben Freunde von unserem Xus Merch Shop mal wieder ein und links von der Flagge, Alter. Gezaubert. Alle. Ja, man merkt wahrscheinlich schon, ich feiere dieses mit Overrollen und so, also mit hoch und runter und das ist nice. Ich feiere das einfach, deswegen mache ich's. Ja, wir haben doch das Motiv nicht, ne? Das Ding ist Xus, also unser Merch-Shop, der kam extra zu Ruki nach Hamburg zum Flughafen und hat ihm dann alles in die Hand gedrückt, mäßig. Also alles, was ihr jetzt da gesehen, was Xus uns mitgegeben hat zum Shooten und sowas, alles, das hat Ruki alles mit im Koffer gehabt, ja. Weil es besteht so aus einzelnen Teilen. Da steht so für die einzelnen Member und na gut, das Floyd mit dem, das wusste ich noch nicht mal. Ja, da hätte man sich denken können, ne? Sag mal. Ei! Oh ja, mein T-Shirt. Das Collective-Symbol, einen Moment. Ah.
von Hamburg nach Mallorca bzw. Spanien zurück nach Magdeburg. Heute ist Bescherung. Was haben wir jetzt alles mit drin gehabt? Wir haben das halt so aufgeteilt, dass wir halt einfach ganz viele Sachen von Xus bekommen haben und dann haben wir es so auf die Leute aufgeteilt, welchen das passt und so. Das Lay-T-Shirt, was voll offen hat, oder nicht? Nee, du hast das. Ah, nicht. Nice. Ich hab sogar dabei. Ruki, hat der Weihnachtsmann auch was für dich mit dabei? Ja? Ich hab was mitgebracht. Also wir haben noch einen. Er freut Hinten sich. Oder? Ey, ja, okay, nice. Yeah. Ja. Nehmt euch die Caps. Okay, nehmt euch. Übrigens viele, also das waren jetzt die Caps, die Xus uns auch so von ihnen mitgegeben hat. Also das ist deren eigene Brand praktisch. Also wir haben noch einen Impullover. Übrigens checken viele nicht, was das hier heißen soll. Das, also, ne, ich verrate euch jetzt einmal das Geheimnis. Das steht halt für Underratix, was halt der Name von UX Gaming ist. Also UX Gaming bedeutet Underratix. Ja. Nicer Schriftzug, ich feiere den mega. Der sieht halt so elegant aus und ist halt aber trotzdem dezent und filigran. Ich feiere das, also ist nice. Deswegen, ja, also da haben sich Leute mal was bei gedacht, sag mal, ne? Ich weiß nicht, aber die Leute von Xus und UX Gaming. Weiß jetzt eigentlich mal irgendjemand, wen wer mich als wichtig nimmt? Ja, wahrscheinlich Lea. Okay, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Hey. Da kommt Stylus, der Dark Matter König. Natürlich, ne? Elias, Floyd, kennt ihr alle. Denk mal, hoffe ich. Dios, ne? Hab ich schon vorgestellt. Ja. Ja, gut, und das ist halt, ne? Stylus Mongo Face halt, ne? Ich kann halt alles tragen, Freunde. Ich freue mich voll, wenn meine Jacke, die ist mega geil. Ich mag das auch mit dem Stick. Naja, gut. Wir sind jetzt nicht wegen den tollen Taxifahrern oder dem geilen Merchandise nach Mallorca gekommen, sondern um mit unseren Nerd-Freunden gemeinsam ins neue Jahr zu starten. Floyd, warum guckst du jetzt hier Fortnite-Videos? Ich schau tief hin. So, der Hintergrund von diesem Insider ist halt alle Leute, beziehungsweise alle bis auf Dios, Elias und mir, die sind halt einkaufen gewesen und nur wir drei waren zu Hause. Wir wollten morgens frühstücken und gleichzeitig Videos über den Fernseher schauen und Elias wollte irgendwelche Motivationsscheiße gucken. Und ich habe dann gedacht, gucken wir einfach Tfue, weil das ist der Lieblings-YouTuber, beziehungsweise Lieblings-Fortnite-Spieler von Dios und ich finde seine Videos eigentlich auch ganz cool, deswegen haben wir halt Tfue geguckt und alle sind dann so nach Hause gekommen und haben so gesehen, wie wir Fortnite gucken und alle dann so, ihr guckt Fortnite? Und ich dann halt so, nein, wir gucken Tfue. Da gibt's Unterschiede. Richtig. Das ist Dennis' Idol übrigens. Decken. Welche Decken? Wir süß. Wir hatten zwei Decken, als wir am Anfang angekommen sind. Echt? Mhm. Wir haben reingewichst, aber jetzt sind irgendwie weg. Und Floyd, was? Was meinst du, wo die geblieben sein könnten, Elias? Ja, das glaube ich auch. Ja, also das Ding ist, die Decken, die haben Antonia und ich genommen. Ja, einfach weil es so kalt war. Ja. Floyd, wie spät ist das hier eigentlich? Zu spät. Es war so 12 oder so. Macht gerade jemand Bilder von mir? Ich weiß nicht. Wie hier? Guck mal locker. Okay, ja, da bevor schon so ein bisschen, jetzt hier mit dem Schlo- oh, genau, da erzähl ich jetzt gleich noch, dass es da gleich einen Hausporn. Nee, das klingt falsch. Also ich habe halt so Cinematic-Aufnahmen vom Haus gemacht, wo wir drin waren. Oder beziehungsweise von der Umgebung. Ja, und da habt ihr gerade schon so einen kleinen Teaser davon gesehen. Sehr, sehr geiles Airbnb übrigens. Lage ausartet, zeige ich euch am besten einfach mal das Haus, was wir über die Tage lang gemietet haben. Ist das nicht so ganz synchron, kann das sein? Oder das wackelt halt so irgendwie, das sieht nicht so... Kann aber auch sein, dass ich gleichzeitig mit OBS aufnehme. Übrigens, der Pool hier, haben wir nie drin geschwommen, weil es halt zu kalt war. Also es war halt T-Shirt-Wetter und so, aber es war halt zu kalt, um in den Pool zu gehen, so. Ja, das war halt ein bisschen schade. Ah doch, war doch synchron. Das ist Abwasser. Ja, wir wussten nicht, woher das rauskommt. Also, was das generiert praktisch. Anfassen kann. Weil es kam definitiv nicht aus der Waschmaschine oder so, weil, die hat nicht funktioniert.
So, Waschherr, Chris macht das. Chris hat es dann versucht zu reparieren. Nee, ich glaube, ich habe einfach nur. Ich bin einfach schnell weggegangen und dann. Deshalb. Der Alarm ist aus. Er hat das Ding halt einfach aufgemacht und wieder zugemacht. So ein auf dann ist gelöst. Der Alarm ist ausgeschaltet. Wir wollten dann am Nachmittag. So, der Insider mit dem der Alarm ist aus, ist halt, Antonia hat das Airbnb gebucht, ja. Und Antonia, Floyd und ich, wir kamen erst so gegen Abend an, ja. Und Chris, ein Freund von ihm, Nico, und seine Freundin, also die Freundin von Chris, Natalie, die kam halt schon relativ früh an, morgens schon. Und eigentlich hat Antonia abgemacht mit den Vermietern, dass sie den Alarm ausschalten, wenn sie die Schlüssel holen. Ja. Auf jeden Fall war das Haus noch gesichert, als Natalie, Nico und Chris dann da ankamen und deswegen, ja, aber es gab keine Probleme, also insofern alles cool, es gab auch keine Polizei, also wir haben da theoretisch nicht eingebrochen. Einkaufen gehen, weil Floyd sich mit spanischer Mettwurst eindecken wollte, nebenbei haben wir dann alle einen Wegbier mitgehabt und es hat sich dann so ergeben, dass wir ein Spiel gespielt haben, dass immer, wenn jemand Ja sagt, alle etwas trinken müssen, aber seht selbst. Ich würde um das Essen okay, da haben wir eine Katze, einfach so, so eine schreiende Katze, haben wir uns mit der beschäftigt. Ich muss die Wand pickeln. Nee, ich muss meine Hose. Ja, genau, da hatte ich gerade so ein Cinematic versucht zu filmen, so von der Umgebung und sowas alles. Und Dennis stand da einfach so an der Wand und hat so an seiner Hose rumgefummelt. Ich habe gedacht, was geht denn da jetzt? Aber er hat nicht dagegen gepinkelt, wie man da auch sehen kann. Da ist ja auch kein. Also, ne, also er hat wirklich nicht dagegen gepinkelt. Ich habe schon beim Schneiden gedacht, so, denken die Leute denn, dass er da wirklich gegen gepinkelt hat? Aber er hat es nicht. Er hat es nicht gemacht, Leute. Wirklich nicht. Ja, das glaube ich schon. Ja. Ja, das war der Insider. Immer wenn jemand Ja sagt, aus Versehen, dann müssen halt alle trinken. Übrigens geiler Lensflair da. Das war jemand zwei von der Regel. Ich glaube, es hat gesagt, beim Laufen. Nein, das war von der Regel. Was? Ja. Okay, dann war es einfach eine Regel. Ja. Was? Ja. Das ist jetzt so ein dummes Video, was noch nebenher gedreht wird. Ja, klar. Ja, ja. Ja, also der Nico, der Freund von Chris, der war halt, ja, der ist halt nicht so YouTube-affin, sag ich jetzt einfach mal, und der wusste jetzt halt nicht, ob ich da jetzt einen Vlog mache oder das einfach so filmen und so. Ja. Was, schon leer? Ja, was? Mir ist auch fast so. Übrigens, ich schnauf wie der letzte Ochse während den Videos, weil ich halt so nah natürlich an der Kamera bin und so, ne, aber trotzdem. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Ja sage, dann darf keiner mehr stimmen. Bitte. Ja. Ja. Wie lange willst du es eigentlich noch aufnehmen? Junge Elias, du hast nämlich keine Ahnung mehr vom Video produzieren, ne? Ja. Will dann das Material erstmal sichten. Junge, du hast auch gar keine Ahnung vom Video produzieren. Ja, das haben nur Leute, die wirklich Videos machen. Hallo, ich war schon bei Jana, ja, im Seminar. Ach, bei Jana? Jana! Ja, also Elias, das ist halt wirklich immer so. Ich habe ja auf der Gamescom gevloggt und jetzt auch auf Mallorca und immer wenn ich dann die Kamera ausrücke, meinen die meisten mal, oh ja, musst du jetzt filmen oder so. Aber am Ende sind sie mal alle froh, dass ich gefilmt habe und die Momente eingefangen habe. So ist es nämlich. Man muss sie auch durchsetzen. Man muss zwar passiv sein als Filmograf oder als Vlogger, sage ich jetzt einfach mal, und auch kritikfähig sein, aber am Ende sind meistens alle glücklich. Hoffe ich. Ich kann in Spanien gar nicht Bier auf der Straße offen trinken, darf, oder? Ja. Ja, also da ist uns aufgefallen, dass man wahrscheinlich eigentlich gar nicht auf Mallorca ja trinken darf. Seit ein paar Monaten oder so. Also öffentlich auf der Straße, so einfach so. Ja, aber da hatten wir unser Bier halt alle schon aus. Ist das selbe? Bei der Wofund auf Dennis probieren. Es sieht halt einfach aus, ne? Es ist Spanien, ne? Und es sieht halt einfach aus wie so eine deutsche Tanke, ne? Da fehlt nur noch der Beefy und das ist wirklich nur wirklich wie so eine letzte deutsche Kolonie ist Mallorca. Beziehungsweise auf jeden Fall diese Schinkenstraße und es war wirklich krank, irgendwie weird unangenehm, fand ich. Was von meiner Salami? Ja, wir sind okay, halt nur hingegangen. Salami ist das hier, kannst du mal kurz zeigen? Um ein Trinken zu holen, ja. Und halt diese Salami, die Floyd unbedingt wollte. Das ist gut, Steck. La Fueteria. Nehmt es leider. Er hat sich locker 4, 5 oder so von diesen Salamis geholt und einfach so gegessen. Das ist der Shit, Alter. Scheiße, mag du. Kauft immer das Beste. Na, guck mir. Ja, ja. Ich hab hier immer. Noch ein Troller. Werde ich jetzt gefilmt? Nee. Hat übrigens Dennis ausgegeben. Nochmal Props. Dios.
Nee. Ja, und Elias, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Elias trinkt halt keinen Alkohol, hat noch nie Alkohol getrunken, deswegen der ist halt der Einzige, der immer durchgehend nüchtern ist während des Vlogs übrigens. Das nochmal dazu gesagt. Okay. Das war einfach so random, ich muss das mit reinmachen. Ich habe 2 Kilo drin kommen. Ja, das haben wir zurück. Du hast 2 Kilo Reis. Ja, wir kommen jetzt zurück. Antonia wollte Essen machen zum Abendbrot für uns alle und sie hat halt einfach den ganzen Reis gemacht, den sie überhaupt, also den sie morgens halt gekauft haben. Ja, das waren halt 2 Kilo Reis. Ja, haben wir aber geschafft irgendwie. Ich glaube, abends haben wir noch was gegessen, aber wir haben es insgesamt geschafft an dem gleichen Tag, glaube ich, noch. Ja, was soll ich machen? Chris, ihr könnt mal nicht wegschaffen, denn ich hab schon einen Teller. Ich will ganz kurz, bitte. Fuck, wer ist da? Aber es schmeckt halt nicht. Also sicher ist die Soße auch für 2 Kilo Reis reicht? Ja. Ist okay. Ist okay. Kann man essen. Also Antonia ist auf jeden Fall eine gute Köchin, ja. Das stimmt. Ihr könnt es ein bisschen schärfer machen. Nee, nein, nein. Ja, was? Das kann doch jeder selbst kosten. Das fand ich halt so geil, diese Diskussion im Hintergrund, falls ihr es mitbekommen habt, ob man das schärfer machen kann. Und Ruki sagte, nein, 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 nein. Und Dennis fand das so, ich fand das geil, das war so ein bisschen Loriot-mäßig. Das kann doch jeder selbst kosten. Was? Nein, 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 nein. Was? Ja, ich weiß halt nicht, ob da was Fleisch drin. Soll ich das jetzt probieren? Ich bekomme richtig Hunger, wenn ich das so wieder sehe, das Essen. Das dampft schon wie verrückt. Ich kann da nichts mehr essen. Und bei mir ist es so, wenn ich irgendwas verbrannt ist oder verbrannt zu heißes esse, dann ist es einfach so, dass meine Zunge den ganzen Tag nicht mehr klarkommt. Dann spüre ich einfach gar nichts mehr. Ohne Scheiß. Das habe ich nur drin gelassen. Das ist natürlich eigentlich total unnötig, aber ich wollte halt einfach so ein bisschen so einen normalen Talk haben zwischen so Feiern und Party und was weiß ich so. Also ich wollte einfach auch so normale Sachen mit reinbringen, die halt so, aber trotzdem irgendwie wichtig sind. Also so ein kleines Gespräch, natürlich ist das inhaltlich nicht wichtig, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie cool für die gesamte Story, so, dass es halt auch so kleine Schnipsel mit aufgefasst werden. Ich weiß nicht, ich feiere das selbst persönlich in meinen Vlogs. Der Reis ist auf jeden Fall noch nicht so ganz gut. Ja. Das ist schon mal da fängt's an. Der Anfang vom Ende. Nee, ich denke mal, also das ist bei uns zu Hause zum Beispiel auch so. Oh, das ist ziemlich nice. Wen meinst du, dich oder diese Aussicht? Beides. Ah! Oh. Okay. Da hatte ich am Anfang gedacht, die Leute denken jetzt hier, ich meine die ganze Zeit nur Antonio und das wäre irgendwie was Sexistisches oder so wegen dieser Aussicht, aber eigentlich meinte ich halt, dass es halt, also durch diese, dadurch, dass die Sonne da so ein bisschen untergegangen ist und dass alles hier so weiß aussah und der Pool und alles, das ist halt wirklich, war halt einfach eine geile Aussicht und also ich hatte wirklich Bedenken, ob ich das jetzt mit reinnehmen soll, weil das ja auch irgendwie so gedeutet werden kann, aber ich habe dann einfach gedacht, die Leute checken das schon, wenn ich diesen Clip danach noch reinhaue mit den, ja, dass es halt wirklich schön aussieht einfach, ne? Und dass nicht nur auf Antonia allein bezogen war oder so. Ja, der ist ein guter Schlager. Ja, Black Stories haben wir übrigens auch voll oft gespielt. Mega geil. Ich hab's wirklich mega gefeiert. Da ist kein Alkohol. Ja, Radler ist kein Alkohol. Auf jeden Fall wichtig für diesen Vlog. Wichtig. Ja, ne? Geiler Shot mit der Sonne, bisschen Lensflare. Okay, und jetzt beginnt der Schlagermarathon. Alter, mit seiner Wurst. und fucking Chips mit Spiegelei-Geschmack. Chips mit Spiegelei-Geschmack. Ja, da ging's jetzt schon los, ne? Oh Gott, du musst aufgepasst. Max! Das ist dann so brutal aus eigentlich hier mit dem. Max! Aber dabei zieht er eigentlich nur die Kapuzen hoch. Wow! Endlich mein! Auf den Boden! Nein! Auf den Boden! Auf den Boden! Also das war wegen Piccolo. Nein, nicht einfach nur so, weil die irgendwie was getrunken haben, sondern wegen Piccolo. Kennt ihr nicht alle. Nein! Ja, das
So imitiert Chris eine Schnecke. Nein! Das ist eine Schnecke! Ich glaube, ich habe zu spät gemacht. Du hast kein Foto gemacht. Hier hat Antonia versucht, ein Foto zu machen von Floyd und ich, wie wir uns küssen, aber sie hat ein Video gemacht. Ich habe gedacht, das nehmen wir aber mit rein. Das Foto habt ihr auch auf Instagram gesehen, Leute. Folgt mir auf Instagram, Charlie Waffles. Das war ja auch richtig geil. Floyd hat sich halt immer mehr reingesteigert in den Song. Ja, und jetzt durfte Antonia sich mal einen Song aussuchen. Ja, das Ergebnis sieht er. So, da waren wir aber auch schon fast davor, in Bierkönig zu gehen. Ne? Also es war schon ready for takeoff, sag ich mal. Ich denke, wir sind ab diesem Punkt alle bereit, in den Bierkönig zu gehen. Und der einzige Clip vom Bierkönig jetzt in diesem Vlog übrigens. Ja. Und gemeinsam Silvester zu feiern. Leute, wohin sind wir unterwegs? Strand. Playa. Das war jetzt so kurz vor 0 Uhr. So, wir sind jetzt mittlerweile à la Playa. Und in ungefähr 2 Minuten oder so ist das neue Jahr. Mal gucken, wie es vom Strand aus aussieht. Wir haben hier den nüchternen Elias. Ja, ne, da habt ihr gedacht, ich habe das aber so drüber kommentiert hier. Ne? Man denkt, ich habe jetzt so kommentiert. 2 Minuten oder so. Dabei ist das schon die Audio vom nächsten. Mal gucken, wie es vom Strand aus aussieht. Wir haben hier den nüchternen. Ah ja. J-Cut. Glaube ich. Elias? Es wird fucking lit! Ja, Elias ist der einzige Nüchterne, aber ist am meisten drauf. Radler ist kein Alkohol! Ja gut. Radler ist kein Alkohol! Radler ist kein Alkohol! Ja, da war es noch nicht 0 Uhr übrigens. Radler ist kein Alkohol! Mein letzter Spruch! Mein letzter Spruch! So, die Leute ziehen jetzt runter. Ja, die Aufnahmen sind ein bisschen beschränkt, dadurch, dass es halt ist mit Antonias iPhone aufgenommen und jetzt nicht mit meiner Kamera, weil ich halt keinen Bock hatte, meine Kamera mit in den Bierkönig zu nehmen an Silvester, weil das halt wirklich so fucking voll da war. Deswegen so, das ist nur eine Handykamera-Cinematic. Ja, da ist kein Alkohol. Natürlich nicht. Sag ich doch. 2019, wie findest du die Spezialisten im Black Ops 4? Scheiße, Wanda, was soll dieser Dreck? Für dessen guckt Christi doch in Patch Notes. Auch scheiße. 50 GB. Dieselbe Scheiße. Ich hab gedacht, das poste ich noch irgendwann mal auf Twitter, aber habe ich im Endeffekt dann nicht gemacht, weil ich glaube, die wenigsten Leute den Kontext mit Mallorca und sowas gecheckt hätten. Deswegen habe ich gedacht, ist es exklusiv im Vlog mit dabei und jetzt auch in diesem Video. Max kommt. Ich hoffe, die Beziehung mit Rassi klappt. Rassi übrigens, Sniper bei UX Gaming. Das hab ich nicht. Das hat sie gehört. Wir waren dann noch so ungefähr bis um 4 beim Ballermann und auf dem Weg nach Hause haben wir ein Souvenir in Form einer Plastikflasche ergattert. Ich weiß nicht, woher die Plastikflasche kam, aber wir haben die einfach genommen und halt immer so weit, also ihr kennt das ja sicherlich, wenn ihr irgendeinen Gegenstand oder sowas habt, den ihr so nach vorne kickt, wenn ihr irgendwie eine Straße lang geht und so. Und das haben wir halt vom Bierkönig aus bis zu uns zum Airbnb hingekickt. Wie gesagt, inhaltlich nicht wichtig, aber halt eine coole Erinnerung. Damn! Not bad. Übrigens, die Straßen waren teilweise so unglaublich glatt, obwohl es halt nicht geregnet hat. Wenn irgendjemand, der sich mit Biologie oder sowas auskennt, das irgendwie erklären kann, warum die Straßen glatt sind, obwohl es nicht geregnet hat, bitte schreibt mir das mal in die Kommentare. Also es muss irgendwie was mit dem Meer oder dem Salz oder was weiß ich zu tun haben. Es war unglaublich weird. Nur die Straßen und teilweise manche Straßen halt wirklich nur. Ich hoffe, du hast es auf Kamera. Ja, jetzt sind wir hier übrigens da im Hintergrund alle richtig abgefuckt mit allen Silvesterknallern und so. Also es war richtig
eklig eigentlich. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade hier beim deutschen Erk da rechts, beziehungsweise das deutsche Eck heißt es. Und da haben wir halt am ersten Tag gemeinsam gegessen, beziehungsweise wir sind so am ersten Abend gemeinsam so die Strandpromenade runter. Und dann hat uns so eine Frau angesprochen, hey, ihr seid ja jung, Alter, geht mal zum deutschen Eck. Da ist richtig Halligalli und so. Aber dabei war das einfach nur eine richtig asoziale Kneipe, so eine Art Restaurant-Kneipe mäßig. Also das war zwar ganz okay, war okay, ja. War okay zu essen da und zu trinken da. Ja, auf jeden Fall deutsches Eck, beziehungsweise es ist so geschrieben in altdeutscher Schrift, deswegen deutsches Erk. Ja. Wirft sich auf Rot, ich spür's. Freund klingt halt ab 0 Uhr wirklich extrem wie ein Assi. Oder auf Schwarz. Ab wie viel kriegt man einen Bademantel vom... Ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe, aber ich gebt euch das mal einfach kommentarlos von mir hier. Wirft sich auf Rot, ich spür's. Klingt wie so ein Assi. Oder auf Schwarz. Ab wie viel kriegt man Bad? 50 auf Rot, ich spür's. Alter, du klingst wie so ein Assi. Oder Schwarz. Bademantel vom Bierkönig. Ja, wir haben nämlich Leute gesehen, die so einen Bierkönig-Bademantel hatten. Und wir haben die so gefragt, ab wann man so einen Bierkönig-Bademantel bekommt. Und ab 25 Mal im Jahr bekommt man so einen Bademantel vom Bierkönig. Nice to know. Der muss noch mal. Oh! Ja, da halt der Beweis, dass wir den bis dahin gekickt haben. Vom Bierkönig aus. Ja, und wir werden bis hierher gekickt. Die wird jetzt da reinfliegen. Golasso. Und wie kommt man um 4 Uhr morgens am besten runter, wenn man nicht komplett müde ist? Man schaut gemeinsam Call of Duty Montagen. Ja, also das ist halt Chris' letzte Advanced Warfare Sniping Montage gewesen und die ist sehr emotional und richtig geil, also schaut euch unbedingt auch an und wir haben gedacht, dass die Fanwelt alle so sehr, dass viele halt auch alle noch was zusammen angeguckt haben. Ben Chris dabei gerade die letzten Reste 2 Kilo Reis vernichtet. Ja, und schreit sogar noch ein mit. Ja, und dann sind halt die meisten anderen Leute ins Bett gegangen, weil die halt wirklich alle fertig waren. Und ja, Floyd und ich waren ja die letzten beiden, die halt noch zum Montagen zusammengeguckt haben. Da haben wir jetzt halt so von einem Sniper aus der Community eine Montage angeguckt, die heißt halt Hentai Squad und der Typ ist halt Drax und ist halt einer der besten deutschen Sniper, wenn nicht der beste. Und die haben das halt aber so weird editiert. Checkt's schon. Das ist Drax, Leute. Hentai Montage. Ach so, okay. Ist Drax eigentlich so auch bekannt bei den Amis? Ja. Echt? Ja. Grüß an Drax. Also der Editor hat halt wirklich mega viel so Anime und Hentai-Sachen so eingefügt, deswegen war das so absurd, Call of Duty Clips mit diesen. Ja, check dich, weil schon. Das Geräusch, ja. Ja, richtig weirde Scheiße auf jeden Fall. Und das Ding ist, dass halt wirklich ein Editor da wirklich richtig lang dran gesessen hat. Ja. Alle in der Hut nur noch am Koks ziehen. Ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass du alleine im Bett aufhörst. Cliffhanger. Bitch, sein. Was ist der Sinn des Lebens? Ja, das war der Cliffhanger zum zweiten Teil. Den könnt ihr auch nächsten Donnerstag auf OX Gaming anschauen, wenn ihr darauf Bock habt. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal den ersten Teil in der Videobeschreibung. Gebt ihn euch auf jeden Fall. Ich habe mir da unglaublich viel Mühe gegeben und ich habe halt einfach gedacht, ich mache 2 Teile aus dem Vlog draus, da sonst halt über 30 Minuten gegangen wäre. Und außerdem sind 2 Uploads natürlich sehr viel besser als nur einer, ne? Ich habe das ganze Video schon geliked, ihr müsstet das auch machen und auch vor allem auch auf dieses Video hier einen Daumen nach oben geben, auch wenn es natürlich jetzt nicht das Video ist, auf das ich unglaublich stolz bin, aber auf welches meiner Videos kann ich das bitte dann auch schon so richtig sein. Nun gut, keine Sorge, das wird jetzt keine Regelmäßigkeit, sondern Reaction-Videos, sondern wirklich nur eine Ausnahme. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Doch, jetzt mache ich schon irgendwelche Muscle-Skorpchen hier, Verabschiedung. Ja, schaut bei xus.de
vorbei oder so. /UX-Gaming. Und schaut den Vlog nochmal ohne meinen Commentary unten in der Videobeschreibung. Oder schaut mein letztes Video, da habe ich nämlich auch schon einen Vlog gemacht. Ich mache so viele geile Videos in letzter Zeit und ihr alle bekommt davon nichts mit. Ihr seid schuld. Also, haut rein.